Christina Müller. Und ich bin Oliver Reimer. Wir sind beide Instruktoren bei den Global Underwater Explorers und unterrichten unter anderem unseren GUE Fundamentals. Heute werden wir euch etwas zur Handhabung unserer Hauptlampe beim Tauchen erklären. Für uns ist es wichtig, dass wir durch den Lichtkegel der Lampe sehen und gesehen werden, ohne dabei unser Team zu blenden. Dazu nutzt du mir situationsgebunden vier verschiedene Positionen. Und diese wollen wir uns jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen. Position Nummer 1 nennen wir Normal Position, die normale Position. Dabei sitzt unsere Hauptlampe auf der linken Hand, damit wir die rechte Hand für eine Out-of-Gas-Situation frei für die Gasspende haben, ohne unseren Partner zu blenden. Durch diese Stellung ist eine Kommunikation mit dem Team und eine Ausleuchtung der Umgebung möglich. Aufgrund des Goodman-Handles sind die Finger der linken Hand weiterhin frei und können zum Beispiel zur Handhabung eines Tools oder eines Reels genutzt werden. Dazu ist es wichtig, dass das Goodman-Handle fest den Handrücken umschließt, sodass die Lampe nicht runterrutschen kann. Anpassungen an die jeweilige Ausrüstung, wie zum Beispiel die Handschuhe, sind daher notwendig. Den Bolt Snap, um die Lampe sichern zu können, wenn wir sie nicht auf der Hand haben, ist auf der rechten Seite der Lampe befestigt und fixieren wir beim Tauchen mit dem linken Daumen. Ein ungewolltes Einhaken des Bolt Snaps, zum Beispiel beim Höhlentauchen in der Hauptleine, wird so vermieden. Position Nummer 2 nennen wir Temporary Hold, kurzes vorübergehendes Halten. Dabei greifen wir unsere Hauptlampe mit der rechten Hand von oben zwischen Daumen und Zeigefinger und führen sie auf die rechte Seite. Die Lampe scheint bei dieser langsamen, flüssigen Bewegung weiterhin nach vorne. Die Position Nummer 2 verwenden wir, wenn wir mit der linken Hand etwas tun müssen oder wollen, ohne dabei mit der Lampe zu kommunizieren oder die Aufmerksamkeit des Partners erregen wollen. Zum Beispiel das Venometer ablesen. Unsere Tarierung über den Inflator bzw. das Trocki-Auslassventil anzupassen. Oder wie schon erwähnt, das Pigtail aus der linken Beintasche zu holen. Position Nummer 3 nennen wir die Temporary Position, eine vorübergehende Position. Dabei nehmen wir den Doppelender vom rechten Brustdrehring und hängen ihn in den Snoopy Loop der Hauptlampe ein und klippen dann unsere Lampe am Doppelender weg. Das Verstauen des Lampenkabels unter der Longhouse und im Schrittgurt wird dann natürlich nicht vergessen. Diese Position nutze ich, wenn ich mit beiden Händen arbeite und dabei viele Bewegungen machen muss und dabei eine Fehlkommunikation im Team vermeiden möchte. Das kann also genutzt werden, wenn ich aktiv mit der Spool, mit der Boje oder mit den Wet Notes arbeite. Da die Lampe weiterhin außen leuchten soll, wird sie am Double Ender weggeklippt, um nach unten zu leuchten und das Team nicht zu blenden. Außerdem ist so nach wie vor eine Kommunikation im Team möglich. Unsere Position Nummer 4 nennen wir Permanently Clipped, dauerhaft verstaut. Dabei ist unsere Hauptlampe am Bullstep am rechten Brustdrehring weggehängt und das Lampenkabel unter dem Longhorn im Bauchgurt verstaut. Diese Stellung nutzen wir, wenn unsere Hauptlampe nicht genutzt wird, zum Beispiel weil sie kaputt ist und wir auf Backup-Lampe wechseln. Oder beim GUE Edge oder am Ende eines Tauchgangs. Thank you.
weiteres Szenario, bei der diese Stellung zum Einsatz kommt, ist die Rettung eines Tauchers. Jedoch ist in diesem Fall die Lampe ausnahmsweise weiterhin angeschaltet, damit wir nach vorne sehen und gesehen werden. Beim Wechsel von Position Nummer 4 auf Position Nummer 1, unsere Normal Position, führen wir einen Check des Lampenkabels durch. Das heißt, wir fahren einmal vom Lampenkopf bis zum Lampentag und prüfen dabei, dass das Lampenkabel mit nichts von unserer Ausrüstung verheddert ist. Damit haben wir die 4 Positionen unserer Lampe euch erklärt. Und vor allem, in welchen Situationen wir diese brauchen. Nummer 1, Normal Position. Nummer 2, Temporary Hold. Nummer 3, die Temporary Position. Und die Nummer 4, Permanently Clipped. Bis zum nächsten Mal. Ciao.